Das Thema heißt Futurology versus Collapse. Dabei handelt es sich um zwei Reddit-Gruppen. Futurology ist die eine, das sind sehr viele Mitglieder, das ist inzwischen auch die Default-Gruppe, wenn du da einen neuen Account anlegst, deswegen ist das ein bisschen in die Höhe geschossen. Und der generelle Tonus dieser Gruppe ist extrem optimistisch, extrem technokratisch. Also die denken, wir können jedes Problem, egal wie groß es ist, lösen mit Technologie. Und sobald man irgendwie, also negative Posts oder problematische Posts, also wenn man dort postet, oh Mist, es ist heute aus Grönland eine Eisscholle abgebrochen, die so groß ist wie ein Bundesstaat, dann geht das da unter. Das interessiert dort niemanden. Die zweite, die ich regelmäßig lese, ist Collapse. Mit 41.000 Lesern oder so. Naja, also da muss man natürlich sagen, die Leute, die in dieser Gruppe sind, die sind da wirklich aus bewussten Gründen hingekommen und nicht, weil sie da reingesteckt wurden, automatisch. Und dort ist der Flair genau andersrum. Es ist extrem pessimistisch. Und irgendwie Posts mit, oh, wir haben da eine gute Technologie entwickelt, die dann ein Problem lösen könnte, interessiert dort niemanden. Es ist jetzt nicht so eine Gruppe mit extrem vielen Preppern, die also wirklich sich vorbereitet haben. Es geht, also ich habe meinen Keller mit Nahrungsmitteln für 3 Jahre oder so, eher weniger. Da gibt's andere Reddits, wo das normal ist. Ja. Und ich persönlich, ich lese beide, seit 2 Jahren ungefähr, und ich persönlich habe halt so eine Mittelposition. Ich kann beide Seiten verstehen. Ich denke, mit Technologie kann man viel tun, aber ich sehe natürlich auch die Implikationen von zum Beispiel Wetterphänomenen, die außerhalb unserer momentanen technischen Handhabbarkeit liegen. Wie ich so wirklich draufgestoßen bin, Guy McPherson auf dem Ohm, hat auf der Ohm, also in den Collapse-Bereich wohlgemerkt, der hat auf der Ohm einen Vortrag gehalten und ich fand das, ich habe lange nicht mehr wirklich Angst gehabt und er hat mir wirklich Sorgen bereitet und ich habe dann natürlich in den Themenbereich reingeguckt, weil mich interessiert hat, wie er zu diesen Schlüssen gekommen ist. Er ist schon ein bisschen negativ, also von seiner Perspektive. Er ist im Endeffekt der Meinung, es ist zu spät, wir können eh nichts mehr machen. Also genießt den Tag und ja, seine Prognosen liegen für die Nordhalbkugel zwischen 2035 bis 37, für die Südhalbkugel ungefähr 2040 bis 43 durch die höhere, also niedrigere Landmassenverteilung zum Meer ist das ein bisschen später dran, aber in diesem Bereich. Und seine Begründung ist eigentlich auch ganz schlüssig, das sind sogenannte positiv Feedback Loops, die wir getriggert haben, die vor 10 Jahren hatten wir noch gar keinen einzigen entdeckt. Inzwischen sind wir bei 50. Und das sind alles Phänomene. Wenn die mal gestartet haben, dann sind die Effekte, die sie erzeugen, selbstverstärkend. Also zum Beispiel, du hast Permafrostboden, es kommt Methanhydrat raus, weil der Permafrostboden schmilzt. Das Methanhydrat, also das Methan dann erzeugt einen höheren Treibhauseffekt, was mehr zu mehr Schmelzen von Methanhydrat führt. Ein anderes zum Beispiel Schmelzen von Eis auf Bergen. Eis als Weiß ist ja, hat einen sehr hohen Albedo, damit wird viel Energie wieder in den Weltraum abgelenkt. Und wenn das geschmolzen ist, hat man einen dunklen Stein, das absorbiert mehr Wärme, es erwärmt sich schneller. Also das ist so quasi seine, diese sind seine Hauptbegründung. Er selbst ist so ein bisschen, ich nenne das Metaphysiker, Meta-Wissenschaftler. Und das ist für mich persönlich etwas, was wir in unserer Gesellschaft eigentlich, das eigentlich da sein müsste. Und das sind
Wissenschaftler, die selbst nicht mehr viel selbst forschen, sondern einfach, sie gucken auf die Ergebnisse von anderen und verknüpfen, wie die zusammenhängen. Weil in der Regel, wenn du irgendwie Wissenschaftler bist, du beschäftigst dich halt in der Regel mit deiner Nische, mit der kennst du dich auch gut aus und da bringst du auch gute Ergebnisse, aber die meisten Wissenschaftler, die gucken halt auf die Papers von der Nische, wo man selbst irgendwie drin ist und halt auch mal ein bisschen außerhalb, aber so wirklich die ganze Zeit einen breiten Bereich zu verstehen und zusammenzufügen und zu gucken, wie die miteinander alles zusammenhängt, das gibt's zu wenig. Und das ist eigentlich ein fehlendes wissenschaftliches Mittel, was wir benötigen würden, um diesen Output, den wir eigentlich erzeugen, überhaupt mal wirklich verstehen zu können und zu verarbeiten. Und das finde ich, das ist im Prinzip, was er macht. Und der hat mich so ein bisschen ja in diese Collab-Schiene gebracht und ja, ich verfolge das. Ich denke persönlich, ich habe so ein bisschen eine Zwischenposition. Ich denke, wenn wir so weitermachen wie bis jetzt, dann werden diese pessimistischen Leute mit ihren Kollapsvorstellungen wahrscheinlich recht haben und das wird schneller gehen, als wir uns das vorstellen können. Ich sehe aber immer noch mit Vernunft und logischem Denken eine Möglichkeit, dass wir, und besserem physikalischen Verständnis vor allem, dass wir die Sache noch irgendwie in eine bessere Richtung bringen können. Was wir jetzt so ein bisschen machen, ich habe so Links rausgesucht, aus was ich so das letzte Jahr gelesen habe und mir abgespeichert als interessant. Ich werde den Titel zeigen. Und dann machen wir eine kurze Abstimmung, ob ihr denkt, das ist Futurology oder Collapse. Und dann werde ich ein bisschen was, weil ich es gelesen habe, werde ich dann ein bisschen drüber reden und was die Zusammenhänge davon sind. Das ist das Erste. Solar Storm Risks North American Electric Grid. Wer denkt, das ist Collapse? Wer denkt, das ist Futurology? Ja, Collapse war in der Mehrheit, ist auch Collapse. Und das ist eine Analyse von Lloyds, Lloyds of London, wer die vielleicht kennt. Das ist eine Risikoanalysefirma. Also die machen im Prinzip die Risikoanalyse für Versicherungsfirmen. Und die haben mal analysiert, was passiert. Wir haben 1860 in dem Bereich gab es den Carrington-Event. Das war ein Solarsturm, der so intensiv war, dass er zur damaligen Zeit das Telegrafennetz weltweit zerstört hat. Inzwischen wissen wir auch, wann das auftritt, und zwar genau dann, wenn du eine Sonneneruption hast, die im Prinzip das Plasma um die Sonne wegschleudert, und an der gleichen Stelle bekommst du nochmal eine Eruption in einer relativ kurzen Zeitspanne, damit das Plasma noch nicht quasi wieder einen neuen Schutzschild gebildet hat. Und diese Sonneneruption hat dann quasi freie Fahrt. Wenn die uns trifft, dann ist im Prinzip der Effekt, dass eine Gleichspannung in unser Wechselstromnetz eingespeist wird. Und dadurch, dass wir nur Wechselstrom messen, ist natürlich die Energie, die durch den Transformator fließt, nicht mehr bekannt. Wenn du jetzt einen Transformator hast, der keine sauberen quasi Wärmefühler in der Mitte hat, dass du erkennst, wenn dein Transformator zu heiß wird, dann brennt er halt durch. Und es gibt technische Möglichkeiten, das zu umgehen. 2003 wurde Kanada schwer getroffen, hatten größere Schäden und die haben dann beschlossen, ungefähr so, es waren $100,000 ungefähr pro Transformationsstation zu investieren, um sich von diesem Gleichstrom durch einen Kondensator quasi zu trennen. Die wären jetzt zum Beispiel bei so einem Event geschützt. Was sie vor allem berechnet haben, ist, wie viele Transformatoren ausfallen in so einem Effekt. Und wenn einem dann mal klar ist, dass wenn du so einen Transformator, wenn du den bestellst, musst du 1,5 Jahre warten, bis du einen Ersatztransformator bekommst.
dann könnte man sich natürlich denken, oh, okay, das ist ein Problem, dann schaffen wir uns mal Ersatztransformatoren an, die mir einfach bunkern und wenn, also für den Notfall, dass wir die rausholen, das ist bis jetzt nirgends passiert. Und deren Conclusio von Lloyd's of London ist, also ja, die USA kann man nicht mehr versichern. Also die Auswirkungen von einem Stromausfall, der dadurch entsteht, sind einfach zu riskant. Also es gibt auch eine schöne deutsche Studie, also eigentlich österreichisch, aber auch aus Deutschland bezogen. Die nennt sich, also die kommt vom Institut für Risikoforschungsabschätzung. Da gibt es eine lustige Geschichte zu. Also als ich da richtig drin, tief drin war, war das das Hauptthema für mich. Ich habe mich hauptsächlich nur mit diesen Effekten und so systemtheoretischen Effekten beschäftigt. Und wir hatten Easter Hack und ich habe jemanden kennengelernt. Wir haben angefangen zu quatschen und er hat so angefangen, was passiert bei einem Stromausfall. Die ersten Tage hat er so beschrieben, was dann wahrscheinlich so passieren wird. Am vierten Tag habe ich ihm dann so gemeint, ja, die Studie vom dem Institut für Risikoforschungsabschätzung habe ich auch gelesen. Das war natürlich amüsant, weil das ist auch die einzige Person, die ich kenne, die präpariert ist. Also die hat Nahrung bunkert, die weiß, wo sie hin muss, wenn an bestimmten Orten was ist. Ja, ähnliches. So. Worse than fossil fuels. Why bioenergy is not green? Futurology? Na, I know. Collapse? Deutlich mehr. Ja, das war auch Collapse und die haben mal, der hat mal, also im Endeffekt hat er mal aufgezeichnet den Rechenfehler, den wir mit solchen Biofuels machen. Das, also er zeigt im Prinzip recht effektiv, dass wir, dass es momentan, wenn wir Bäume abhacken, um daraus Fuel zu machen, wäre eigentlich überhaupt kein Kohlenstoff sparen. Das würde uns was bringen, wenn wir extra Bäume dafür pflanzen würden. Aber das tun wir nicht. Die Regelungen, die wir gemacht haben, also vor allem in der EU, besagen, dass jegliches Art von Holz als CO2-neutral betrachtet wird. Und damit sorgen wir dafür, dass dann ärmere Länder massiv ihre Wälder abholzen, damit wir das dann zu Biofuel transformieren. Also nicht sonderlich sinnvoll. So, X-Ray Technology reveals California's forest radical transformation. 20% sind inzwischen stark gefährdet. Futurology? I know. Collapse? Ja, das war auch Collapse. Hätte ich vielleicht mal ein bisschen mehr durcheinander mischen sollen. Interessanterweise, also gerade in Kalifornien, das Grundwasser, da haben wir in den letzten Jahren so viel Wasser entfernt, dass wir die Gravitationsänderungen in Satelliten messen können. Wir haben da ungefähr 1 Trillion Liter entfernt in den letzten 2-3 Jahren. Erzeugt natürlich dann Beben dadurch, dass weniger Flächenlast auf dem Kontinental ist. Das ist ja hauptsächlich, die haben viele Nussbäume und Fruchtbäume etc. Die haben halt momentan massive Probleme dort. Und das wird auch nicht besser. Ja. Mindhack, scientists use magnets to change altitudes and imagination. And religion. Oh shit, jetzt habe ich nicht gefragt, sorry. Das war mal Futurology. Was die gemacht haben, sind mit Magneten kann man, wenn man das an den quasi den Teil des Gehirns stimuliert, der für Angst die Angstreaktion erzeugt mit Magneten, dann kann man Menschen dazu bringen, dass sie weniger negativ auf
Dinge reagieren, wie zum Beispiel Homophobie oder religiöse Ansichten etc. Und interessanterweise sinkt auch das Gottvertrauen. Das fand ich sehr interessant. Also die Leute, die haben dann weniger an Gott geglaubt dann quasi. Ja. Hurricane Patricia becomes strongest hurricane ever. Weiß nicht, das war von vor wenigen Tagen, deswegen weiß nicht, ob das schon angekommen ist. Futurology? Ja, ist definitiv Collapse. Ja, da muss man natürlich ganz klar sagen, im Endeffekt, wenn man sich so die Hauptakteure so in so einem Wetter anschauen, das sind die beiden Chatstreams, dann haben die sich in den letzten Jahren stark destabilisiert und erzeugen viel mehr so eine wackelnde Bewegung, die sind nicht mehr so stabil, wie sie die Jahrzehnte davor waren. Und das erzeugt natürlich massive Auswirkungen auf unsere Wetterverhältnisse. Also es ist nicht so, dass globale Erwärmung dazu führt, dass es immer wärmer ist. Das erzeugt, was eigentlich passiert, ist, dass Wetter immer unberechenbarer wird und immer mehr Extremevents kommen werden. Und wenn man sich natürlich dann guckt, wie wir mit so Extremevents wie Katharina oder andere große Ereignisse umgegangen sind, dann muss man sich natürlich fragen, ob wir dann für sowas gerüstet überhaupt sind. Eher fraglich. Sam Altman, Y Combinator, falls das jemand kennt, Hacker News, das ist ja hier das ist Y Combinator. Defending Basic Income as a Tool for Dealing with Disruptive Technologies. Also die Arbeitslosigkeit, die entsteht durch Automatisierung. Wer denkt, dass es Futurology ist? Wer denkt, dass es Collapse ist? Ja, Futurology, deutliche Mehrheit. Ist auch Futurology. In Futurology ist zum Beispiel gerade so bedingungsloses Grundeinkommen ein ganz großes Thema. Und das muss man natürlich auch ganz klar sagen, inzwischen werden Roboter so gut in vielen Bereichen, dass auch einfache Arbeiten schlicht und ergreifend ersetzt werden werden. Und wenn man dann bedenkt, wie viele Menschen wir auf unserem Planeten sind und wie viel Arbeitslosigkeit das erzeugt, wir haben uns ein Geldsystem gebaut, das damit gar nicht umgehen kann, unsere ganze Gesellschaftsstruktur. Und daher ist das durchaus, also ich bin da ein großer Freund von, dass darüber die Geldschöpfung passiert und nicht über irgendwelche Banken, die das nur hauptsächlich in andere Kapitaldinge steckt. Das ist Unsinn. New update to limits of growth model suggests preparing for collapse is more important than trying to avoid it. Futurology. Ja. Zwei Personen, okay. Collapse. Ja, das ist leider ein bisschen schade, dass die Collapse da drin geschrieben haben. Ist natürlich auch Collapse. Wer von hier kennt Limits of Growth? Wer hat das schon gehört? 2, 3, 4. Nicht schlecht. Naja, immerhin. Limits of Growth ist eine Studie, die rausgekommen ist von Club of Rome in den 70er Jahren. Und das war eine der ersten Studien, die wir gemacht haben, die ein Computermodell benutzt hat, um eine langfristige Perspektive für unsere Gesellschaft zu machen. Und die haben verschiedene Modelle berechnet. Wir haben einmal gesagt, was passiert, wenn wir uns ein bisschen oder wenn wir richtig anstrengen, in einen sustainable Bereich zu kommen. Medium und World Model 3, Business as usual. Wir machen einfach so weiter, wie wir das bis jetzt gemacht haben, bis in den 70er. Diese Studie wurde dann jetzt 2014 wurde die nochmal überprüft.
Es stellt sich raus, wir sind full on track für World Model 3. Wir tun, schade, hätte da vielleicht noch ein bisschen für die Graphen, die sind echt gut. Wir tun ein bisschen besser in Agriculture, also Output von Landwirtschaft. Aber sowohl mit unserer Verseuchung der Erde als auch mit der Industrialisierung und Servicebereich, der heutzutage ja groß ist, sind wir wirklich super genau auf diesen Graphen. Also dafür, dass das ein 30 Jahre altes Modell ist. Also es passt schon sehr gut. Okay. New material with micropores might be a way to find climate change. Futurology. Ja. Collapse. Ja, definitiv Futurology in der Mehrheit. Und das kommt auch aus dort. Also im Endeffekt, es gibt ja einige, schon viele Ideen, wie wir da was wir machen könnten gegen unsere Klimaproblematik. Viele basieren halt auf irgendwelchen chemischen Stoffen, die wir irgendwie verteilen, ob das jetzt Eisen ist zum Beispiel im Meer, um die Planktonwachstum zu beschleunigen oder irgendwelche Aerosole in die Atmosphäre zu verbreiten, um die Reflektivität zu erhöhen. Im Endeffekt, was wir eigentlich machen müssen, ist CO2 entfernen, weil das ist einfach der problematische Punkt. Und das finde ich zum Beispiel sehr schön, dass man da mal wieder Sachen gefunden hat, die da ein bisschen besser funktionieren. Dann stellt sich natürlich für mich immer die Frage, patentieren die das? Versuchen die das dann zu vermarkten? Sind die da vernünftig und geben das irgendwie als Allgemeingut? Und wer bezahlt das überhaupt? Und wie viel Energie kostet das, diese Stoffe herzustellen? Das ist natürlich dann erstmal auch eine ganze Energierechnung. Ich glaube, das ist ein Fehler. Okay, system that replaces human interaction with algorithm outperforms 615 of 906 human teams versus futurology. Okay, versus collapse. Ja, futurology ist im Ding. Also im Endeffekt, was es sagt, ist futurology. Maschinen werden inzwischen besser als wir für viele Dinge. Was natürlich, es gibt selbst einige sowas, wo man jetzt eigentlich denken würde, hier so White-Collar-Worker-Sachen, wo man ein bisschen nachdenken muss und nicht bloß irgendwelche Dinge machen, die wären noch ein bisschen sicher, diese Jobs. Auch nicht mehr wirklich. Also wenn man sich mal zum Beispiel mit Watson beschäftigt hat, das ist schon wirklich krass, was der eigentlich alles kann. Also dieser Typ von Datenverarbeitung. Big Data. Und das Lustige ist ja, diese Algorithmen, die da benutzt werden, die kann man ja als Mensch nicht mehr verstehen. Also das sind ja hauptsächlich neuronale Netze, da baust du dein neuronales Netz, dann fütterst du das und das, was das nachher, den Zustand, den du hast, den kannst du als Mensch nicht mehr nachvollziehen. Das ist, du kannst nicht verstehen, was das macht. Und wenn man bedenkt, unsere Börse ist gesteuert davon. Also diese ganzen High-Performance-Trading-Algorithmen, das sind alles diese Art von neuronalen Netzen. Die scannen so Sachen wie Twitter und Social Media, um halt ein paar Millisekunden vor der Konkurrenz zu wissen, oh, die Firma hat gerade schlechte Nachrichten gebracht und ich muss verkaufen. Permafrost farming in parts of Alaska is unbelievable. Futurology? Ja. Collapse? Ja, wir sind definitiv bei Collapse. Das ist
finde ich bedenklich. Also die letzten 10 Jahre ist ja teilweise in Gebieten die Temperatur im Boden um 5 Grad gestiegen. Das ist jetzt schon nahe an der Grenze, dass es auftaut. Wir haben das sibirische Loch, was es vor ein paar, wo mal durch die Nachrichten ging, letztes Jahr, glaube ich. Das ist eine Methanexplosion gewesen. Einige Wissenschaftler gehen von so großen Mengen von Methanhydrat aus, dass ja, also mehrere Gigatonnen äquivalent, so 15, glaube ich, war das letzte, was ich irgendwie, könnten auch 50 gewesen sein, ich habe es nicht mehr gefunden, deswegen habe ich das auch nicht gebracht. Aber es waren größere Mengen. Und wenn man dann zum Beispiel den IPCC-Report anguckt, wo unser Weltklimarat, der eigentlich für solche Sachen verantwortlich sein sollte, wenn man sich, mach mal einfach mal auf den Ding und such mal nach Methan. Einfach mal drin suchen. Und dann wird man feststellen, das ist noch nicht mal ein Punkt bei denen. Also denen ihre Prognose, egal was die gemacht haben, das ist auf jeden Fall überoptimistisch. Weil die den Punkt überhaupt nicht beachtet haben. Ja, okay, das ist das ziemlich, ja. Ups, okay, ja, die Fragen sollen. Das war bei Futurology. Das hatte 39 Votes. Also bei Futurology muss man sehen, da sind Millionen Leute drin. Normalerweise haben die Tausende von Votes, wenn das jemanden interessiert. Dann wurde es halt mal dort gepostet und dann kann man sich vorstellen, wie viele Leute das gelesen haben. Mit 39 Votes. Ja, das kocht manchmal an vielen Stellen vom Meer. Da muss man aufpassen, dass man mit dem Schiff nicht untergeht. Also wenn da so eine große Blase kommt, dann reicht natürlich die Dichte nicht aus, dass dein Schiff weiter oben bleibt. Genau, ja. Die haben angefangen, radioaktive Stoffe an Bäumen in Nähe von Costa zu finden. Futurology oder Collapse? Futurology? Collapse? Ja, das war auch Collapse. Das ist ein Feuer, das brennt zum Beispiel seit 2 Jahren in dieser, das ist eine Müllhalde, die brennt da. Und da haben die in den 70er Jahren oder so illegal Atommüll verklappt. Jetzt brennt, jetzt tut sich dieses Feuer da seit mehreren Jahren Richtung Atommüll bewegen. Das hat auch schon mehrere Feuerbarrieren durchbrochen. Und die kriegen es halt nicht aus. Also das brennt da halt vor sich hin. Okay, kein Screenshot. Like Sleeping Beauty, some research lies dormant for decades, study finds. Futurology? Ich meine, 3, 4. Collapse? 2. War Futurology. Die haben im Endeffekt so dieses Sleeping Beauty Phänomen ist, dass irgendjemand was eine total geniale Theorie aufstellt, die wird auch veröffentlicht, aber keiner guckt halt drauf. Also und dann liegt das da halt in den rum für die nächsten Jahre und so nach 50 Jahren, 100 Jahren gräbt das mal jemand raus und das löst ja genau das Problem, was wir haben. Das sind halt Theorien, die ihrer Zeit um Welten voraus sind. Da gibt's zig. Zum Beispiel vor dem Newtonschen Modell hat 100 Jahre davor jemand ein Modell aufgestellt, das super ähnlich ist zu Newton. Hat niemand beachtet. Und dann wird das halt nochmal erfunden, diesmal Newton, wird beachtet. Relativitätstheorie wurde 50 Jahre vor der Relativitätstheorie schon mal erfunden, wurde auch nicht beachtet. Das ist zieht sich durch die ganze Welt in allen Dingen. Und das ist auch, interessanterweise hat man dann so welche, in denen das häufiger auftritt, andere weniger. Physik kann ich mir gut vorstellen, wenn man mal mit einer alternativen Physiktheorie bekommt, mehr Gegenwind kannst du nicht bekommen.
Das sind die eingeschränktesten Wissenschaftler, die ich so kenne. In der Regel sind Chemiker, so zumindest die, wo ich kenne, eigentlich recht aufgeschlossen, interessanterweise. Ja, und wenn man und ganz unten zum Beispiel Engineering, das ist halt der typische Ingenieur, der guckt halt einfach, funktioniert, okay, machen wir. Das ist halt, da ist halt die Theorie nicht so wichtig wie der praktische Nutzen. Fand ich eine sehr interessante Studie. US Navy Presence Low Energy Nuclear Reactions Phenomenon and Potential Applications Futurology. Einige. Collapse. Niemand. Ja, ist auch Futurology. Also Lehner, ich weiß nicht, sagt viel nicht unbedingt was. Das ist ein neuer Name für ein altes Phänomen, und zwar kalte Fusion. Und wenn man mal bedenkt, also wenn man sich in die Geschichte guckt, wie dieses kalte Fusionsdebakel abgelaufen ist, ganz üble Sache. Die meisten sagen einem natürlich, kalte Fusion funktioniert nicht. Es gibt aber in den letzten 25 Jahren mehrere tausend Studien, die sich damit wirklich beschäftigt haben, mit diesem Phänomen. Und das kann man nicht mehr ausschlagen. Das sind nicht irgendwie 5 Leute, die sich damit beschäftigen. Und selbst die Leute, die früher gesagt haben, geht nicht, sind inzwischen der Meinung, oh, wir haben da was. Also es ist ein bisschen traurig, wenn man sich auch mit Collapse beschäftigt, zu wissen, dass wir eigentlich in den 90er Jahren eine Technologie gehabt hätten, die wir einfach entwickeln hätten können, dass wir dieses ganze Problem jetzt nicht gehabt hätten. Und und jetzt 25 Jahre später wird es wieder aufgewärmt und Und das ist ja nicht so, dass da nicht positive Reports relativ schnell kamen. Also selbst 92 hat Indien dahin gekriegt, das super zu replizieren. Aus den Gründen, dass dieses Phänomen in der Wissenschaft nicht wirklich einen guten Ruf hat, wurde dann das Institut geschlossen. Nicht, weil sie es nicht geschafft hätten. Das war die einzige Begründung, dass die Leute, die da rauskamen, in der Wissenschaft schlecht angesehen waren. Also da fragt man sich auch, was ist daran wissenschaftliches Verhalten? Das ist mehr wie Menschen halt ticken und nicht wissenschaftlich. Ja, das ist dann eigentlich ein PDF-Report. We passed 400 ppm CO2 equivalent in 2085 and now 481. Futurology. Collapse. Ja, ist auch Collapse. Wobei man bei diesen Zahlen zum Beispiel ein bisschen aufpassen muss. Im Jahr 2000 gab es eine interessante Studie über die Bilanz, die zum Beispiel sowas wie Schwefelverbindungen und Aerosole in unserer Atmosphäre erzeugen. Und diese Studie kommt zu der Conclusio, dass quasi diese Schwefel und Rußpartikel und Aerosole, die wir momentan aus unserem wirtschaftlichen industriellen Komplex raussprühen, dass die für eine Temperatursenkung von 1,1 Grad zuständig sind. Das bedeutet auf der anderen Seite, dass wenn wir aufhören würden, die jetzt zu produzieren, wir innerhalb kürzester Zeit einen krassen Temperaturanstieg bekommen. Weil diese Aerosole natürlich nicht so lange wie CO2 in der Atmosphäre verbleiben. Die sind nach 3 Monaten sind die rausgewaschen. Also von daher sind wir momentan in der Situation, dass wir gar nicht mehr aufhören könnten. Selbst wenn wir wissen würden, wenn wir aufhören, dass es dann wieder gut wird, geht nicht mehr. Ja. Also in dem Sinne, das basiert ja hauptsächlich auf dem IPCC-Report und der ist halt hat
Mängel, leider. Floating Farms, Fleets of Agriculture, Marx Coutil, 10 times per ship, per year. Futurology, ja, Collapse. Hauptsächlich, ja, Futurology ist es auch. Sucht natürlich inzwischen an allen Ecken und Enden nach irgendwelchen Technologien, wie wir quasi unsere Nahrungsversorgung sichern können. Weil im Endeffekt unsere ganze Technologie, wenn du nichts in den Bauch bekommst, bringt dir das nichts. Schlicht und ergreifend. Im Endeffekt läuft es immer darauf, auf Trinken und Essen hinaus. Und wenn das nicht garantiert ist, ist alles andere irrelevant. Ja, gibt viele Ideen, auch Vertical Farming. Ich bin persönlich ein Freund von Aeroponics und Aquaponics in dem Bereich und Vertical Farming, weil es einfach unglaublich hohe Raten an Essen erzeugen kann in kleinem Bereich. Und sehe da auf jeden Fall deutliche Chancen, Nahrungssicherung zu machen. Investors are mining for the next hot commodity, water. Wall Street smells profit as California endures devastating drought. Yeah. Futurology? Ja, Collapse? Ja, okay, eindeutig Collapse. Ja, Wasser wird quasi das neue Gold oder Öl. Das kann man ganz klar schon so absehen. Und alle größeren Firmen sichern sich ihre Wasserzugänge. Das ist schon mal, das kann man definitiv beobachten. Und dass man dann irgendwie so, also hier ist jetzt vielleicht nicht unbedingt so gefährdet, aber viele Gebiete eben auf der Welt sind ja, in Gefahr. Employee compensation as a percent of GBD is down to lowest level of records. Futurology? I know, collapse? Mehr, ja, ist natürlich collapse. Das ist im Endeffekt, was du wirklich verdienst, über den Graphen. So gut, das ist jetzt für die USA, aber für uns ist das nicht sonderlich anders. Das Interessante ist, wenn man dann das auch noch mitbedenkt, wie man diesen das Bruttosozialprodukt errechnet. Da habe ich mal einen schönen Artikel gelesen, wie der in den USA manipuliert wird von demjenigen, der das manipuliert hat. Und das ist eigentlich eine ziemlich lustige Geschichte. Da kommt jeden Monat kommt dann jemand von einer Institution zu der anderen Institution, die das berechnet. Und er bringt eine Liste mit. Und er bringt eine Liste mit von Dingen, die rausgestrichen werden müssen. Und dann macht man das halt ganz einfach. Man guckt, was ist am meisten hochgestiegen in den letzten Jahren und dann im letzten Monat. Und dann wird das einfach aus dem Index entfernt. Und damit hat man dann quasi einen neuen Index mit weniger Problemen. Ja, es gibt auch alternative Indexe, die das nicht machen, aber die sind halt nicht staatlich. Doomsday Wall sees first withdrawal. Futurology? Collapse? Schon ein paar. Ja, ist natürlich auch Collapse. Wer weiß, was der Doomsday Vault ist? Eine Person. Das ist Doomsday Vault ist eine Samenbank für Pflanzensamen, die eingerichtet wurde in sehr kaltem Gebiet, wo Länder oder Institutionen Samen hinterlegen können für Notfälle. Syrien ist der erste, die angefragt haben, wir brauchen mal fürs nächste Jahr neue Samen. Ja, das ist, ging schneller wohl als erwartet. Watch high-speed trading bots go berserk. Futurology? Ja, eine schon, ja, ja. Collapse?
Ja, ist auch definitiv Collapse. Für Geologisten wahrscheinlich geschrieben. Guck mal, wie viel Profit unsere High-Speed-Trading-Bots machen oder so. Das ist eigentlich ein Video, das muss man gesehen haben. Also ich kann es nur empfehlen, den Link mal anzugucken. Und da sieht man so über die Jahre, wie es am Anfang ganz leicht angefangen hat, so einzelne Trades und dann irgendwie und dann systemvoll Trading-Bots. Das ist ja inzwischen so krass, also die wenigsten Orders, die da überhaupt gemacht werden, kommen ja an. Die werden ja gleich wieder gecancelt. Das ist absurd. Ja, Break-Even achieved in Swedish Fusion Research Project using ultra-dense deuterium. Futurology? Collapse? Futurology? Wie gesagt, so Forschung in Fusion ist ein bisschen angesprungen, dass zum Glück auch außerhalb vom Ether, was ein bisschen, meiner Meinung nach ist Ether das unsinnigste Großprojekt, was wir Menschen jemals gebaut haben. Wenn man halt irgendwie immer nur einer Gruppe von Wissenschaftlern glaubt, denen, die da wirklich drin, also die das Ding bauen wollen, dass es die einzige Möglichkeit ist, wie man das machen kann, dann macht man das halt genauso. Wobei das zum Beispiel interessant ist, es gibt ja auch die Focus Fusion Leute, das ist ja auch ein altes Modell, das ist auch in den 70er Jahren oder so, ist das die Idee von diesen Plasma-Fusionsreaktoren gekommen, hat sich halt nie jemand darum gekümmert. Also die haben einfach kein Geld gekriegt. Und diese Focus Fusion Leute, die tun sich über Crowdfinanzierung teilweise finanzieren, weil die kein Geld bekommen. Die haben sich für 250.000 Dollar haben sie sich eine Beryllium-Kathode gecrowdfundet. Also das ist, und wenn man bedenkt, wie viele Milliarden die in den Ether stecken, und der Ether wird auch nicht viel bringen, ist das schon ganz schön absurd von den Prioritäten. Ich weiß nicht, wie viel Lust habt ihr noch? Also da gibt es ja noch einige Folien, ich habe da einfach nur zusammengesammelt. Ja? Was mich interessieren würde, du hast ja in der Einladung gesagt, dass du so einen Position dazwischen einnimmst. Gibt es denn auch ein entsprechendes Forum oder Foren, in denen diese Welten mal zusammenkommen und in Diskussionen, in Dialog treten? Nicht, dass ich wüsste, also so ein Realism-Foto habe ich, Reddit gibt es eigentlich nicht wirklich. Das Kombinieren mache ich halt im Kopf. Also das ist halt. Ja, genau, weil ich jetzt für mich im Vortrag gemerkt habe, sehr spannend alles. Und dann stellen sich mehrere Effekte ein. Und manchmal stellt sich der Effekt ein, so, wenn man mehrere Dinge, die so isoliert erzählt werden, dann nebeneinander legt, dann entsteht vielleicht was völlig Neues. Dann auf einmal bewertet man das in Summe dann doch eher als positiv oder als negativ, dass so Sachen so umschlagen. Und das andere, dass man, sagen wir mal, auch Szenarien, ja, die scheinbar erstmal super gut klingen auch so, und dann denkt man sich zusammen und auf einmal merkt man zum Beispiel jetzt magnetische Beeinflussung im Gehirn. Ja, könnte ja toll sein, wenn ich irgendwelche negativen Emotionen loswerde und dann kriege ich noch ein Mindesteinkommen und um mich herum geht die Welt unter und ich bin glücklich. Und dann merke ich ja, das klingt nach Horror. Also muss man ganz klar sagen, die Welt ist komplex. Also da kann man jedes Modell, was du machst, ist fehlerhaft, weil du die Welt gar nicht vollständig erfassen kannst. Und das muss dir natürlich klar sein. Und ich denke, irgendwie so dieser systemtheoretische Vorgehensweise, dass man wirklich die Welt als komplex verknüpfte quasi Struktur betrachtet mit vielen Einflüssen dazwischen, wo man nichts wirklich quasi rauslösen kann, ist wahrscheinlich das Sinnvollste. Warum ich persönlich ein bisschen in die Mitte gegangen bin, ist, weil ich mich halt auch persönlich jetzt seit letztem Jahr mit einem alternativen Physikmodell beschäftige und mir einfach dieses Modell uns Möglichkeiten gibt,
die davor oder Voraussagen und Verhältnisse zwischen den Naturkräften, die wir davor nicht hatten. Und ich kann natürlich nicht sagen, ob dieses Modell richtig ist. Man kann eine Theorie nicht beweisen, man kann sie nur widerlegen. Aber zumindest aus einem logischen Verständnis her, also für mich macht es Sinn. Ich konnte auch noch niemanden finden, der mir entweder einen logischen oder einen mathematischen Fehler in diesem Modell gefunden hat. Ich habe viele Leute gefragt und die Standardantwort ist halt keine Antwort. Und gestern habe ich übersehen die E-Mail, aber habe ich mal eine Antwort bekommen von einem, der aber auch irgendwie so ein bisschen am Rand der Physik ist, quasi ein Professor, der sich viel mit Messung von Lichtgeschwindigkeit beschäftigt und dessen Messungen natürlich überhaupt nicht mit unserer Allgemeinannahme sind. Und sein Argument war, na, das ist doch rein spekulativ. Natürlich ist jedes Modell spekulativ. Du hast immer Grundannahmen und deine Grundannahmen sind spekulativ. Du nimmst die halt an. Und du brauchst für jedes Modell irgendwelche Grundannahmen. Im Standardmodell hast du halt die Grundannahmen, dass es 4 Kräfte gibt. Ohne die 4 Kräfte und manche sagen, naja, 10 oder 13 Fundamentalpartikel, so streiten sich auch die Meinungen. Das musst du annehmen. Das kannst du nicht beweisen. Das ist dann deine Grundannahmen. Und du kannst nicht ein Modell ohne Grundannahmen machen. Das geht nicht. So, und seine Meinung war dann, ja, das ist spekulativ. Und naja, ich habe ihn halt gesprochen, natürlich ist es spekulativ. Ich habe halt meine 3 Grundannahmen, die man machen muss für dieses Modell. Und naja, der Rest ist, macht zumindest für mich Sinn. So, und daher bin ich jetzt so ein bisschen abgerutscht von, wir haben keine Chance mehr, sondern naja, wenn man das mal vielleicht mit einer anderen Perspektive auf die Welt betrachten würde, können wir das vielleicht noch lösen. Aber ob das natürlich sich dann als funktional herausstellt, wird sich zeigen müssen. Wollt ihr noch ein bisschen oder wollen wir einfach Schluss machen? Ich weiß nicht, wie viel Uhr haben wir? Oh, haben wir eine Dreiviertelstunde gemacht. Ich weiß ja nicht, inwieweit. Machen wir Schluss? Noch ein bisschen weiter. Okay, dann machen wir noch ein paar. Ich würde vielleicht machen wir eine Stunde, dann. Ich würde vielleicht nochmal zwischenfragen. Gibt es vielleicht noch Fragen zu dem bisherigen Vortrag? Noch weitere Fragen? Oder nicht weiter? Dann machen wir es mal weiter. Ja. Homesick. Ja, die NASA hat eine Studie gemacht. Wenn du lange auf einer Weltraumstation bist, wirst du. Also, du fühlst dich wie in einem Film wohl. So. Futurology oder Collapse? Futurology? Collapse? Ja, ungefähr Gleichstand. Futurology? Es ist ja auch, also im Endeffekt, falls wir den Planeten nicht retten können, die Überlegung vielleicht irgendwie umzusiedeln, zumindest mit ein paar Menschen, um die Spezies zu erhalten. Wenn man das mal ganz nüchtern betrachtet, mehrere Monate oder gar Jahre in interstellarem Raum zu überleben, ist eher fragwürdig. Also abgesehen von der kosmischen Strahlung, die du da abbekommst, ob du das zellbiologisch überhaupt überlebst, ist fraglich. Und dann hast du natürlich auch psychologische Probleme und ähnliche Sachen. Also meiner Meinung nach, meine Abschätzung ist ungefähr, also länger wie einen Monat willst du eigentlich nicht in interstellarem Raum bleiben. Unsere ISS ist ja durch unser Magnetfeld noch geschützt. Wir haben noch nie irgendwie mal Menschen außerhalb von unserem magnetischen Gürtel der Erde für längere Zeit einfach mal gehabt, um überhaupt mal zu wissen, was da passiert. Oder andere Lebewesen. Also das ist alles, das meiste ist doch Spekulation, das muss man ganz klar sagen.
Und die einzigen Fortantriebsmittel, die wir momentan haben, ist halt irgendwie impulsbasierte Sachen, indem du einfach irgendwas verbrennst oder es gibt noch Ionenantrieb, dann nimmst du halt ein Gas, aber du tust in der Regel immer irgendwelche Materie möglichst schnell von dir wegschieben, um vorauszukommen. Und damit hast du natürlich das relativistische Problem, damit hast du generelle Relativitätstheorie, die dich abbremst, sobald du oder das extrem schwierig macht, beziehungsweise du kannst natürlich nicht schneller wie Lichtgeschwindigkeit. Und für jegliche interstellaren Distanzen kannst du das natürlich knicken. Also sprich, das Einzige, was wir unter Umständen erreichen könnten, ist ein Planet hier im Sonnensystem und weiter wie Mars. Selbst Mars ist schon schwierig. Und wenn du dann bedenkst, okay, dann hast du da eine Station, die Infrastruktur, die du benötigst, um an diesem Ort dann dein Zeug herzustellen, was du brauchst, um dich selbst und dein quasi dir eine Biosphäre zu schaffen, in der du überleben kannst, ist natürlich extrem hoch und die hast du natürlich dort nicht. Und das überhaupt irgendwie zu bootstrappen und da Material hinzubekommen mit Reisezeiten von einem Jahr, ist eher utopisch. Also da kannst du ja nicht mal sagen, hier, das und das ist kaputt, wir brauchen da Ersatz. Und dann kommt das in einem Tag, dann kommt das in einem Jahr. Und ob du dann in einem Jahr überhaupt noch lebst, ist fraglich, wenn's was ist, was wirklich problematisch ist. Also von daher... Ich würde sagen, also mit dieser Technologie ist schwierig. Es gibt ja noch den Q-Thruster. Das ist der erste, also aus der physikalischen Modell, dem BSMSG-Modell, das ich inzwischen hauptsächlich eigentlich vertrete, ist das ein Field Propulsion Antrieb. Und der hat nicht, also der hat andere Eigenschaften. Aber der Q-Thruster an sich ist, also von allem, das du bauen kannst, um so viel Propulsion zu machen, ist es der unsinnigste. Also wenn du mal verstanden hast, was das für ein Effekt ist, geht natürlich, wenn man extrem viel Energie reinsteckt, aber es ist nicht ein sinnvoller Effekt. Das kann man mit weniger Energie und anderen physikalischen Verhältnissen kann man das besser lösen. Und ja, es geht. Also prinzipiell Reisen in andere Sonnensysteme ist machbar. Ja, World First IE Boss improves warehouse efficiency by 8%. Futurology? Ja. Collapse? Ja, ist Futurology. Also in Zukunft hast du dann ein Computerprogramm, das sagt, du bist gefeuert. Oder dich einstellt. Darauf läuft's raus. Also das wird alles maschinell. Dann brauchst du da auch nicht mehr, keine Ahnung, ob die dann Emotionen einbauen in die AI, wahrscheinlich nicht, weil es billiger ist. Daher kann man wohl davon ausgehen, dass es dann nicht mehr so viel bringt. Da. Vielleicht hat es ja auch den Effekt, dass man einfach den besten Job findet, der zu einem passt. Es wäre schön, also wenn alle Menschen das machen könnten, was sie wirklich machen wollten, dann wäre unsere Gesellschaft so viel effizienter. Weil nichts gibt dir mehr Energie, Inspiration und wirklich Treibenskraft, als wenn du das machen kannst, was du wirklich machen willst. Und wenn man halt mal so guckt, viele Leute machen nicht das, was sie machen wollen. Die sind halt da irgendwie durch den einen oder anderen Umstand da gelandet und machen das halt jetzt. Und irgendwie so mal den Bereich zu wechseln, ist halt auch nicht einfach. Und muss halt auch jemanden finden, der dir die Chance gibt, so quasi. Wenn du dich jetzt nicht selbstständig machen willst. Und Selbstständigkeit, da gibt's ja viele gebrochene Existenzen, so, die sich damit, ja? Diskutiert, aber sie ist ein bisschen Futurity und ja, skeptisch manifestiert. Ja.
Also dass ich speziell über diesem Thema da so mindestens einen Denkfehler sehe und der eben darin besteht, sich zu sehr bei der Tätigkeit eines Managers nur auf den Moment der Entscheidung zu fokussieren. Also zu sagen, okay, das ist der wesentliche Moment, den ich jetzt verbessern will und die Qualität dieser Entscheidung, sondern eben sehr viel auch darin besteht, diese Entscheidung durchzusetzen. Und das hat sehr viel damit zu tun, mit Menschen umzugehen in der geeigneten Weise, sodass es durchaus vorkommen kann, dass jemand eine gut begründete Entscheidung schnell trifft und dann die korrekter trifft als jemand anders und dann sehr schwach darin ist, diese Entscheidung sozusagen zum Leben zu erwecken, weil er eben Menschen motivieren muss und etc. Und ja. Das sehr viel mit sozialen Dingen zu tun hat und Kommunikation. Und das glaube ich nicht, dass das durch einen Computer ersetzt werden kann. Naja, also wenn das ein wirklich sauber lernende KI ist, dann kann auch sein, dass die sehr positive Entscheidungen trifft, dass sie zum Beispiel rausfindet, hey, wenn es meinen Mitarbeitern, wenn die sich gut fühlen, dann ist es das noch effizienter, als wenn ich die möglichst wenig bezahle. Also das ist ja nicht so, dass die zwangsläufig schlechte oder unsoziale Entscheidungen trifft. Das ist ja so nicht, kann man ja so nicht sagen. Sie, wenn die darauf optimiert ist, also ihre Zielfunktion sagt, dass sie die Kosten minimieren muss, dann ist natürlich das der Hauptantriebsfaktor. Aber welche Entscheidungen da natürlich eintreffen, sind ja, das vielfältig. Also hauptsächlich hat diese KI zum Beispiel, die beachtet so Dinge wie Nachrichten. Also die liest Nachrichten und versteht dann, ah okay, jetzt bald wird's regnen, also muss ich Regensachen vorrätig haben. Also solche Sachen beachtet ihr einfach. Dadurch, die erkennt automatisch die Korrelationen und entwickelt sich halt dahingehend. Und dadurch, dass sie halt ein Computer ist, ist sie halt nicht an biologische Lerngeschwindigkeiten gebunden, sondern das geht halt flick. Ja. New study dismantled this notion of global warming pause. Das ist ja. Futurology? Collapse? Man merkt schon meistens so am Titel, woran es liegt. Ja. Gibt ja manche, die meinen, dass unser Klima ja in Wirklichkeit sich nicht aufgeheizt hat in den letzten 10 Jahren. Die bringen dann ganz oft irgendwelche, gucken zum Beispiel nur auf die Oberflächentemperaturen und ignorieren völlig die Temperatur der Tiefsee. Und da hat es sehr starke Veränderungen in den letzten Jahren gegeben. Und man hat zum Beispiel ganze unterirdische quasi so Zyklen gefunden, die man vorher überhaupt nicht gekannt hat, wo plötzlich riesige Mengen an Energie in die Tiefsee geleitet wird. Und Tiefsee, das ist ja im Endeffekt, kann man das ja als geschlossenes System im Sinne von Planeten betrachten, das ist halt ein Puffer. Irgendwann ist der Puffer mal voll. Und dann nimmt er auch keine Wärme mehr auf. Und dann, abgesehen davon, Methannitrat hast du ja auch in großen Mengen am Tiefseeboden. Wenn du da in der Tiefsee größere Erwärmungen hast, wird das natürlich auch frei. Ja, zum Beispiel auch Tuna und Marple Population suffer catastrophic decline. Futurology? Ja. Collapse? Für mich klar. Ja, die Meere sind leer. Also, das ist, kann man so ganz klar sagen. Und dann hat man natürlich viele Schwebestoffe, Kunststoffe inzwischen, die Fische belasten. Also hat man häufig natürlich irgendwelche Plastikmüll und unverdaubare Abfälle in den Fischen. Es gibt Länder, in denen das jeder zweite Fisch, der ist mit Müll voll. Also das ist, kommt sehr darauf an, wo du da bist. Hier haben wir das vielleicht nicht so, oder beziehungsweise kaufst ja keine ganzen Fische, du kaufst ja immer schon irgendwas halb geschlachtetes. Ja, ich glaube, wir haben jetzt unsere Stunde rum.
ist auch zum Beispiel sehr schön. Exxon hatte in den 70er Jahren einen relativ großen Staff an Wissenschaftlern, die sich mit den Klimaeffekten beschäftigt hat. Und die haben dann in den 70er Jahren schon gesagt, hey, 80ern, wenn wir so weitermachen, endet das nicht gut. Und hat auch die Geschäftsleitung entsprechend informiert und sowas und Dinge, die die veröffentlicht haben. Das wurde denen dann irgendwann auch zu teuer und diese ganze Mannschaft wurde dann natürlich abgesägt. Ja, ich denke, das ist klar. Kollaps. Das ist interessant, also oft gibt in vielen Firmen haben früher deutlich mehr Research betrieben, der auch jetzt nicht direkt profitorientiert war. Das findet man heute eher weniger. Naja, da haben wir irgendwie die Hälfte geschafft. Oder so. Da sind wahrscheinlich auch noch, ich hab die nicht wirklich sortiert, deswegen sind da wahrscheinlich noch die Besten, würden noch kommen, aber ich glaube, wir haben genügend, oder? Also, Realität sieht schwierig aus. Ich kann da noch kurz auf meinen, warum ich das mache, unter anderem, nächsten Sonntag wird der Verein gegründet, Supergravity, im Hackerspace hier in Dresden. Und das ist ein Verein, der sich halt mit diesem alternativen Physikmodell von Stuart Sark beschäftigt. Also ich habe das nicht erfunden, das ist definitiv, also wäre ich nie in meinem Leben draufgekommen, nie. Also was der da quasi gebaut hat, ich kann ihn halt verstehen, weil ich mich genügend Monate damit beschäftigt habe und für mich ergibt das halt Sinn. Und es wird nicht wirklich irgendwie in der Wissenschaft großartig beachtet und für mich persönlich ist es halt eines dieser Sleeping Beauties. Und ich hoffe, dass es eine ist. Ich kann ja nicht sagen, dass es richtig ist. Gibt einige Projekte, die dann unter anderem versuchen werden, das Modell zu beweisen im Sinne von einer numerischen Simulation, was dann schon durchaus guten Ansatzpunkt geben würde, ob das Modell richtig ist. Und vor allem an Dingen forschen, die dieses Modell eben auch erklärt. Zum Beispiel gerade was diese Lehner-Forschung und die kalte Fusionsforschung angeht, also quasi kalte Fusion, darf man ja nicht mehr sagen. Es gibt ungefähr 10 Theorien oder sowas, die sich damit beschäftigen, aber so wirklich schlüssig ist halt keine. Und im BSM-SG-Modell ist es völlig normal, dass das passiert. Also das ist klar, dass das passiert und es gibt einmal halt auch Möglichkeiten, wie man den Effekt noch verbessern könnte. Und das ist zum Beispiel eine Baustelle. Es gibt da noch einige andere Baustellen, aber die sind jetzt ein bisschen zu abgehoben, damit ich die hier vortrage. Das Ziel ist natürlich, das alles als freie Technologie zu machen. Weil wenn wir in die Geschichte gucken, wenn viele Dinge, die patentiert sind und irgendwie wo versucht werden, die durchzusetzen, das setzt sich niemals durch. Das bleibt dann 20 Jahre irgendwie und dann, wenn das Patent ausgelaufen wird, kriegt der Schwung. Ziel ist wirklich, Dinge zu bauen oder Baupläne, wirklich, so kannst du das bauen, damit sowohl Firmen als auch Privatpersonen solche Sachen nachbauen können, zur Verfügung zu stellen und hoffentlich damit einige unserer grundlegenden Probleme zu lösen. Das ist der Plan. Im Endeffekt ist es eine eigene Forschungsinstitut aufzumachen und das vielleicht crowdzufunden. Das ist eigentlich so ein bisschen der Plan. Vielleicht funktioniert, vielleicht nicht. Ich weiß es nicht, ich hoffe, oder zumindest, dass man mal dieser Theorie eine Chance gibt. Mal schauen. Also ihr seid herzlich eingeladen, zur Gründungsversammlung zu kommen, die ersten Mitglieder zu sein.
Vielleicht wird das ja groß und dann kann man sagen irgendwann mal, hey, ich war auf der Gründungsveranstaltung. Vielleicht wird es auch nichts, ich kann nichts versprechen. Also zumindest von meiner Kommunikation, die ich so mit Stu Enzak habe, und ich habe ihm schon einige meiner Erfindungen beschrieben, hat er mir zu mir gesagt, damit ich das Modell wohl richtig verstanden habe und war sehr erfreut. Daher, also das eine, das ist eine Antenne, was ich zum Beispiel da beschrieben habe, die für intergalaktische Kommunikation geeignet ist. Und also das ist eigentlich die einzige sinnvolle Art, intergalaktisch zu kommunizieren. Und für den Fall, dass es höhere Spezies gibt, ist das die Art und Weise, wie sie kommunizieren. Die Antenne habe ich so nicht erfunden, das ist ein Hodanovich-Gravitationswellendetektor. Meine Änderung ist, dass es eine gerichtete Antenne wird. Und das ist relativ, naja, kompliziert. Ja, aber da gibt's sehr viel, was man da machen könnte. Und es wird auch mit der Zeit relativ schnell klar, wie man Sachen bauen kann. Und ja, das ist mein Plan. Vielleicht klappt's ja.